Willkommen zu Pinball Fantasies auf dem Super Nintendo. Ein direkter Nachfolger von Pinball Dreams, kam im selben Jahr sogar raus und gab es für den Amiga oder hier natürlich für Super Nintendo, für CD32, für den Atari Jaguar, für DOS und ist auch heute wieder verfügbar für Apple-Geräte und für die PSP. So, wir können hier im Gegensatz zu Pinball Dreams mehrere Einstellungen vornehmen. Und zwar auch, ob wir das Spiel mit 3 oder 5 Kugeln starten wollen. Ich gehe mal auf 5, denn wie ich mich kenne, werde ich wieder grandios failen. Ja, das Prinzip ist das gleiche. Wir haben 4 Flippertische, Partyland, Speed Devils, The Billion Dollar Game Show und Stones and Bones. Und wir spielen alle 4 der Reihenfolge nach durch und starten mit Partyland. Dieser Tisch hat zum Thema, ja, lustige Clowns und Vergnügungsparks. Grafisch wurden einige Verbesserungen vorgenommen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine schöne Punkteanzeige, also, ne? Eine schönere Punkteanzeige, sag ich mal einfach auf gut Deutsch, ne? Bevor ich mich verplaudere, starten wir direkt mal und steuerungsmäßig von der Physik des Balls ist alles beim Alten geblieben. Hit some ducks first. Genau, um hier oben irgendwas zu reißen, muss ich erstmal diese 3 Enten hier treffen, wo Hit steht. So, die Musik ist so geil. Ich finde die Musik noch besser als bei Pinball Dreams hier. Die ist absolut herrlich. Oh, eine 250.000. Schön, schön. Light Arcade first. Toll, ich treffe jetzt schon hier die tollsten Bonus-Eingänge, aber ich habe natürlich noch nichts aktiviert. Doof. Und wenn es nachher drauf ankommt, treffe ich natürlich gar nichts mehr. Wie immer. Das ist so herrlich. Do the Skyride Man. Jawohl, ich habe alle Enten getroffen. Jetzt kann ich hier links reintreffen, wenn ich gut bin. Aber ich bin nicht gut. Das ist das Problem. Schön links bleiben, schön links bleiben. Braver Ball. So. Schön, 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 schön. Jawohl. The Loop. 2 more for irgendwas. Nein. Oh, nicht so schnell. Nein. Ah. Jawoll! Cold Ice Cream! Lecker! So, jetzt muss ich wieder die 3 Enten treffen, damit wieder das nächste Ding aktiviert wird. Das nächste Leckerchen. Aber erstmal geht's nach oben. Herrlich. Läuft ja ganz gut bisher. Oh, Slot Machine! 500.000! Herrlich! Nein, 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 das ist nicht so herrlich. Aber recht gut für die erste Kugel, lang im Spiel gewesen. Kenne ich gar nicht von mir. Naja. Hey! Ah, Mist. Natürlich können wir auch den Flipper hier wieder tilten. Bringt allerdings nicht allzu viel. Übrigens freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich bald auch True Pinball auf der PlayStation 1 Let's Playen kann, denn ich habe die Probleme, die es da gab, soundmäßig endlich in den Griff bekommen. Das Spiel läuft jetzt und das kommt dann auch demnächst. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Flipper-Spiele gewesen. Habe ich bis zum Vergasen gesuchtet. Es hat doch so gut angefangen. Hör mal auf, mich hier mental so fertig zu machen. Schicke da! Nein! Er will einfach nicht. Nein! Ah. Irgendwie treffe ich so gar nichts. Na also.
Ja, ja, nein, nicht so. Etwas weiter wäre nett gewesen. Blöder Tisch, der mag mich nicht. Okay, dann wechseln wir mal. Ne, wir haben hier noch einen. Oh, dachte, es wäre schon vorbei. Grundgütige, wir sind ja noch im Spiel. Und streichen noch mal ganz locker eine Viertelmillion ein. Light Arcade first. Ich weiß. So. Oh, schön. 1 Million. Und hepp. Oh Mann. So, jetzt kann ich wieder eins dieser Leckereien hier treffen. So, erstmal die Kugel ein bisschen zum Stillstand bringen. Und etwas tanzen. Okay, weiter geht's. Oh, Soda mit Eis. Lauter gesunde Sachen hier. Ja, es lohnt sich manchmal wirklich, etwas Ruhe in die Kugel zu bringen. So. Und Slot Machine. Und nochmal 500.000. Na, es geht doch! Und nochmal 1 Million. Jetzt geht's los. Es hagelt Punkte. Hey! Und nochmal! 3 Millionen! Und komm! Na, schade. Ah. Ich bin wieder versöhnt mit diesem Tisch. Alles gut. So. Oh nein, das war... Wollte ich jetzt wirklich nicht. Aber, na, auch nicht schlecht. So, etwas Ruhe. Die Kugel bringen wäre jetzt schön, aber im Moment nicht möglich. Aber jetzt. So, und... Jawohl! Spelt in a party! Komm jetzt! Jawohl! Spelt nochmal in eine Party. Jawohl! Punkte ohne Ende. Bei dem Tisch war ich nie so besonders gut, aber im Moment läuft's ja mal sowas von gut. Ich habe schon wieder befürchtet auf einen Vorführeffekt und mir gelingt so gar nichts. Aber jetzt, mit diesem fünften und letzten Ball, geht hier die Party ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und wieder ist die Wohnungsöffnung aktiviert und hepp! Jawohl! Eat some popcorn! Gerne, wenn ich welches da hätte. Schade, aber das war richtig cool am Schluss jetzt. Cool, cool, cool. Cool sagt heute eigentlich auch kein Mensch mehr. Das war auch so ein 90er-Jahre-Wort. Ey, ich krieg sogar noch eine extra Kugel. Ist ja geil. Gar nicht gewusst. Oh, ich krieg ihn nochmal. Ja, den habe ich jetzt so schnell verloren, dass der... Tisch gnädig ist und ich bekomme ihn nochmal. Tunnel Skill Shot. 1 Million. Das läuft ja immer besser hier. Nein. Oh, ich komme nicht mehr mit. Es geht zu schnell. Ja. Jawohl. Ach, ich liebe das, wenn mal alles so gelingt, wie das gelingen soll. Kommt nicht so oft vor. Aber... Im Moment habe ich goldene Hände. Ja, jetzt sind sie wieder dreckig. Aber wir müssen ja langsam auch mal zum nächsten Tisch kommen. Highscore, DD. The Dude. So. 16.972.450 Punkte. Schön.
damit haben wir es natürlich in die Highscore-Liste geschafft, und zwar auf den dritten Platz. Nicht schlecht. So, wir wechseln zu Speed Devils, einer meiner Lieblingstische, schon von der Musik her absolut genial. Das Thema ist Racing und Autos, wie man schon sehen kann. Und der Tisch hat ein richtig geiles Design. Und los geht's. So, PIT, gleich mal aktivieren. Das war ein verkorkster Start, möchte ich sagen. Kann man so stehen lassen. Nun ja, lassen wir uns nicht stören davon und drehen jetzt mit dem zweiten Ball so richtig auf. Jawohl, und jetzt hier, wo der rote Pfeil leuchtet, das wäre natürlich sehr schön jetzt. Aber das gelingt mir natürlich nicht. Aber vielleicht jetzt eine neue Chance. Mal ein bisschen Stillstand reinbringen und jetzt! Nee, zu spät! Mist! Das ist ja auch eine große Änderung gegenüber Pinball Dreams, der dritte Flipper hier. Auf jedem Tisch gibt es hier noch einen weiteren Flipper-Arm. Das war bei Pinball Dreams nicht, da gab es nur die zwei normalen unten. Und ich glaube, bei einem der Tische hier gibt es sogar eine Multiball-Funktion. Ich glaube, beim letzten, beim Gruseltisch, Stones and Bones. Ich bin nicht sicher, ob es dieser hier war, aber ich glaube ja. Das war damals auch nicht selbstverständlich. Multiball-Funktion war schon ziemlich aufwendig, sowas zu machen. So, jetzt versuche ich es nochmal da links reinzutreffen. Jawohl! Multibonus. Nein, nicht, nicht, nein, nicht. Okay. Da habe ich den Tisch noch so gelobt, dass ich ihn so toll finde. Und was passiert? Ich versage auf ganzer Linie. Ich werde nie wieder einen Tisch loben, dass ich ihn toll finde. Nie wieder. Ah, die Musik ist so genial. Nein, nein, was passiert mit mir? Bei Partyland lief so toll. Aber bei Partyland lief es ja auch erst mit dem fünften und letzten Ball so gut. Vielleicht, ne? Schaffen wir das hier auch. Und jetzt? Jawohl! So, jetzt links rein für Multibonus. Jawohl! Freu! Ich freue mich wie ein Kotelett in der Pfanne. Hallo, nicht so schnell. Nee. Das war mir hier nicht vergönnt. So. Ich glaube, das gibt keinen Highscore-Eintrag hier. Leider nicht. Gut, dann wechseln wir mal auf den nächsten. Und zwar Billion-Dollar-Game-Show. Ein Tisch ganz im Zeichen von Glücksspiel und, ja, Game-Shows. So, wir haben jetzt hier links einen kleinen Grafikfehler. Das ist ab und zu, ich weiß nicht warum, aber zum Glück ist der nur im Hintergrund. Lassen wir uns mal nicht davon stören jetzt. Solange wir hier noch spielen können. So, mal gucken, was ich hier reißen kann. Ich
Schön wäre es natürlich, wenn ich hier in das Glücksrad reintreffen könnte. Jawohl! Cashpot! 535.650 Ocken! Und nochmal Cashpot! Na also, et geht doch! Noch ein halbes Millionchen obendruf. Ja! So kann's weitergehen, ne? Schon fast 2 Millionen. Ganz anständig. Dieser Grafikfehler nervt natürlich ein bisschen, aber der kommt hier ab und zu drin vor. Ich weiß auch nicht. Ist auch nicht immer so, aber manchmal haben wir hier dieses schwarze Feld mitten im Bild, aber das ist dem Emulator hier geschuldet. Ich könnte höchstens nochmal versuchen, na, ich versuch's nochmal von vorne. Vielleicht geht's, wenn ich ihn nochmal starte. Moment. Probieren wir es noch einmal aus. Ja, wunderbar. Viel besser. Das hat mich jetzt doch ein bisschen gestört. So, auf ein neues. Ich hoffe, es läuft jetzt auch so gut wie eben. Und ich kriege viele Cashpots. Dün, 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 dün. Ah, ich liebe diese Musik. Das geht nicht gut, aber doch. Gott sei Dank. Million! Hey! Komm, ich will den Jackpot. Den Cashpot. Den Suppenpot. Und den Kaffeepot. Aber ich habe nur den Pisspot gewonnen. So. Nein, nee, nein. So. Ja, nicht so schnell. Bisschen weiter. Achtung, zack. Jawohl. 2 Millionen. Money Mania at 6. Nee, es waren keine 2 Millionen. Warum da die 2 im Stand, weiß ich nicht. Ach so, ja. Ich muss noch 3 Mal reintreffen, dann kommt hier Money Mania. Das habe ich auch nur ganz selten mal erreicht. Mit Money Mania kann man hier Punkte machen ohne Ende. So. Und hepp! Nein, verdammt! Nein, okay! Jawohl! Cashpot! Das ist doch schon ganz ordentlich bis jetzt. Oder? So schlecht ist es doch auch wieder nicht. Oh nein, nicht so schnell! Ganz langsam! Gaga! Mist. Schade. Ich glaube, aber ich habe noch einen Ball. Ah, sogar 2. Mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Jawohl. Oh, shit. Zu spät reagiert. Aber jetzt Multibonus. Mal 2. Nein, nicht! Ach, wieso? Das muss doch nicht sein, liebe Kugel!
Letzter, nee, vorletzter Ball, Mann. Wenigstens die 3 Millionen noch schaffen. Das sollte doch möglich sein. Na, 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 schön. Ja! You can actually win a trip. So, das war Cashpot eben. Na, komm! Mist. Hey, noch einmal und ich kriege Money Mania. Dann geht hier richtig der Punk ab. Aber... Na, kommt jetzt. Jawohl, Money Mania! All Targets! 500.000 Punkte. Gucken, ob mir das jetzt gelingt. Oh, jawohl. Jetzt schon 3 Millionen. Jedes Ziel, das wir jetzt treffen, jeder Bumper gibt eine 500.000. Jetzt können wir hier Asche machen ohne Ende. Aber mir ist es nicht erkannt! Na gut, immerhin 3 Millionen. Money Mania Total. 3,5 Millionen. Na, immerhin. Macht insgesamt allein an Bonus 4,1 Millionen Punkte. Na, das ist doch nett. Und wir haben schon 8,5 Total Points. Millionen natürlich. Nicht 8,5 Punkte, sondern 8,5 Millionen. Auch wenn zu mir eher 8,5 Punkte passen würden. Yes! Ich bin absichtlich immer mal wieder ein bisschen länger ruhig, damit ihr diese fantastische Musik genießen könnt. Die ist so klasse, finde ich. Nein! Schade! Aber hier haben wir jetzt mit Abstand am meisten Punkte eingefahren. Und kommen auf... Weiß ich jetzt gar nicht. Sehen wir gleich. Auf jeden Fall einen Highscore-Eintrag. So. No, mein! Ganz kurz vor den 10 Millionen. Schade. So, gut. Gehen wir raus und das... So, immerhin gerade noch in die Highscores geschafft. Wir gehen auf den letzten Tisch mit dem schönen Namen Stones and Bones und ist quasi ein Revival von Nightmare. Denn auch in Pinball Dreams war ja der letzte Tisch ein Gruseltisch und hier hat man es genauso gehalten. So geil diese Musik, es ist herrlich. Und während die Glocken läuten, starten wir das Spiel. 3, 2, 1, Boing! Ja, ja, genau. Skillshot. Gleich mal 1 Million eingefahren. So muss das sein. Sehr anständig. Das nicht so. Okay. Vielleicht gelingt uns das noch einmal. Nein. Ich muss doch nicht übertreiben. Nicht, dass das Ding noch auf Tilt geht. Wäre natürlich sehr schade. Ja, 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 ja. Haja! Nein, nein, lol! Okay. Ja, ja, ja. Ah. Muss mich hier höllisch konzentrieren. Ich komme kaum zum Reden. Trotzdem kommt irgendwie kein vernünftiges Ergebnis dabei raus. Das war auch nie so mein Lieblingstisch, muss ich sagen. Ich war schon bei Nightmare
in Pinball Dreams nicht besonders gut, obwohl er vom Design her einer der schönsten Tische war. Okay, das gibt's doch jetzt nicht, Freunde, hey! Mann, kann der wohl jetzt nicht sein. Ja komm, Mitte, Mitte, habe ich gesagt, Mensch. Na immerhin, two screams. Das war natürlich ganz schlecht, was ich da gerade gemacht habe. Show. Hep. Da. Nicht so schnell. Für mich sollte man Slow Flipper erfinden. Slow Pinball. Alles in Zeitlupe abläuft, damit ich auch schön hinterherkomme. Down the drain, yeah, down the drain. Brain drain. So, einen haben wir noch, glaube ich. Yes, sir. Komm, gib mir... Mensch. Das war schlecht, ja. Hab ich schon gesehen. Das war ja mal mit Abstand das schlechteste Ergebnis. Zwei Millionen gerade mal. Gut, lassen wir es gut sein. Wir haben schon lang genug aufgenommen. Jetzt würde ich sagen, alle vier Tische mal gesehen. Und ja, das war Pinball. Pinball Fantasies natürlich. Ja, es gibt demnächst noch, wie gesagt, mehr Pinball bei mir. True Pinball auf PlayStation 1. Eins der geilsten Pinball-Simulatoren von damals. Habe ich wirklich bis zum Vergasen gesuchtet. Und da freue ich mich natürlich schon drauf. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei wärt. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.